Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin Wanka, sehr geehrte Frau Staatsministerin Stange, sehr geehrter Herr Minister Willinghaus, Frau Senatorin, verehrte Abgeordnete, Herr Oberbürgermeister, Magnifizenzen und Präsidentinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Es ist jedes Jahr aufs Neue eine besondere Freude zu sehen, wie groß der Kreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist, wie zahlreich diejenigen in Wissenschaft und Politik, ja in der Gesellschaft überhaupt sind, die sich ihr der DFG in der einen oder anderen Weise verbunden fühlen. Und in Sonderheit ist es schön zu sehen, dass diese Vielzahl nicht nur in irgendwelchen Datensätzen gespeichert ist, sondern dass es eine lebendige, ja eine vitale Größe ist, die Sie alle mit Ihrer Anwesenheit erst herstellen. Das ist indes weder selbstverständlich noch Selbstzweck. Es rücken sich darin vielmehr die nicht nur umfangreicher, sondern die in mancher Hinsicht auch vielfältiger und anspruchsvoller werdenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten aus, denen die deutsche Forschungsgemeinschaft gerecht zu werden sich bemüht. Bei der Förderung bester Forschung, indem sie solcher Art zugleich wissenschaftliche Arbeitsfelder und Disziplinen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ja, das Wissenschaftssystem als Ganzes mitgestaltet und indem sie Forschung, Wissenschaftspolitik und Gesellschaft miteinander ins Verhältnis setzt. All dies verlangt freilich danach, dass, und es kann allein gelingen, weil Sie alle Ihr Teil dazu beitragen. Das Ganze dieses Kreises der DFG ist also viel mehr als die Summe seiner Teile. Aber es ist eben auch so, dass ohne seine einzelnen Glieder dieses Ganze gar nicht wäre. Also ohne jede und jeden Einzelnen von Ihnen, die Sie der DFG freundlich zugewandt sind. Als politisch Verantwortliche, als Forscherinnen und Antragsteller, als ehrenamtliche Gutachterinnen und Gremienmitglieder, als Repräsentanten der Mitgliedseinrichtungen und Partnerorganisationen und als Wissenschaftsadministratorinnen in unserer Geschäftsstelle. Sie alle möchte ich heute Abend sehr herzlich begrüßen und Ihnen danken für Ihr Kommen heute und für Ihren Einsatz für die Belange der Forschung überhaupt. Es freut uns besonders, dass die Jahresversammlung der DFG in diesem Jahr hier in Sachsen-Anhalt stattfinden darf. Und ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Haseloff, für die Einladung in dieses geschichtsträchtige Bundesland und dafür, dass diese Einladung möglich war, obwohl wir uns ja allenfalls ganz indirekt und ausschnittshaft dem diesjährigen Reformationsjubiläum zuordnen lassen. Danke auch dafür, dass Sie uns persönlich begrüßen werden. Und ebenso möchte ich Ihnen, Frau Bundesministerin, liebe Frau Wanka, und Ihnen, liebe Frau Senatorin Quante Brandt, ganz herzlich dafür danken, dass Sie heute zu uns sprechen werden. Und dafür, dass und wie wir das Zusammenwirken von Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung gemeinsam und verlässlich gestalten können. Und dann will ich sagen, wie sehr es mich freut, dass wir dieses Jahr hier auf dem sonnigen Jägerberg, muss ich sagen, auf dem Jägerberg im schönen Haus der Leopoldina miteinander feiern können. Dafür Ihnen, sehr verehrter Herr Präsident, lieber Jörg, den herzlichsten Dank. Ich bitte Sie und bitte dich nun darum, die Festversammlung zu begrüßen und darf vielleicht zugleich darauf hinweisen, dass die Umstände eine kleine, aber erfreuliche Programmänderung erforderlich machen. Im Anschluss an die Begrüßung durch Herrn Hacker werden wir Frau Kollegin Britta Nestler den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG für das Jahr 2017 verleihen, den ihr der Hauptausschuss in seiner Dezember-Sitzung vergangenen Jahres zugesprochen hat. Lieber Jörg, bitteschön.